Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, und erstmal vorweihnachtliche Grüße an den Clan Unity 2, gegen die wir im Moment spielen. Das ist ein deutscher Clan, so also Zweitclan, CWL-Clan, so ähnlich wie wir hier bei den Herausforderern ja auch sind. Aber ihr habt Glück, die Isa ist nämlich gerade gegangen. Keine Ahnung, ich meine, ich habe die Tage ja eine Mail losgetreten. Leute, ihr könnt ja in Free-to-Play spielen, wenn ihr Rathaus 12 oder so guter Elber seid, aber nein, die gehen einfach raus hier aus dem laufenden Clankrieg und bald wird es auch schwierig, hier Listen zu führen von Leuten, die einfach so gehen, weißt du, die hier nie was geschrieben haben und so mir nichts, dir nichts, den Clan verlassen irgendwohin. Ist aber nicht so schlimm, wir werden hier auf jeden Fall, denke ich mal, noch schöne Angriffe sehen im Laufe des Tages, aber worum geht's eigentlich? Ja, mein letzter Pass. Habt ihr euch so gedacht, es ist der letzte Pass im Jahr. Also der Dezember-Pass ist ja nun da. Und ich habe auch schon, ja, ich habe schon 40 Punkte reingespielt. Wir haben gestern Abend noch gewettert, wie das ist mit dem Pass, wenn ich mir den wiederhole, kriege ich wieder die 200 Punkte. Ja, es gibt wieder die 200 Bonuspunkte, wenn ihr den Pass vorher gehabt habt, also bevor diese Season hier begann. Bekommt ihr wieder die 200 Bonuspunkte und da ich den Pass ja noch habe, einen Pass habe ich heute Morgen schon verschenkt, beziehungsweise den war ich noch jemandem schuldig, den habe ich schon überreicht und so habe ich jetzt noch zwei Pässe über, also einen für Toto, einen für Avatar und dann war es das schon wieder für diesen Monat. Also wenn wir noch Pässe im Livestream verlosen, dann machen wir das nur per PayPal-Gutschrift, das heißt, ihr müsst ein PayPal-Konto haben, dann kann ich euch die 5 Euro, ich glaube 49 sind es, auch überweisen. Wir getten den mal. Ich habe noch drei. Ja, einen kriegt natürlich gleich der Avatar. Und aber erstmal gönne ich natürlich immer meinem Hauptaccount den Goldpass hier. Und ja, schöner Jingle hier. Es wird richtig gefeiert. Der letzte Goldpass und die Season ist ja nun rum. Das seht ihr auch. Wann geht denn das mal weg? Muss ich reinklicken? Naja, ich muss reinklicken, okay. Hey, sonst hätte ich mir das noch einen ganzen Tag angucken können, ne? Sehr schön. Okay, wir haben schon 240 Punkte. Wenn wir jetzt einmal angreifen, haben wir 260 Punkte. Wie weit kommt man damit? Okay, wir kriegen die Gamespende. Wir kriegen den Trainingsboost. Wir kriegen den Forschungsboost. Wir kriegen gleich den Bilderboost. Und wir kriegen gleich 500 Kapitel Gold. Und eine Super Potion. Wir können alles gebrauchen hier. Also passt schon wieder leer. Aber ist auch ein sehr, sehr cooler Pass, kann ich euch sagen. Denn an Rewards hier gibt es diesmal 3000 Stadtgold. Es gibt 3 Millionen Gold-Elex, 30.000 Dunkles und für die Bilderbase dementsprechend 1 Million. Und es gibt alle Bücher außer das Unibuch und es gibt alle Runen außer die Bauarbeiter-Gold-Rune. Und es gibt einmal alle Tränke. Das finde ich wirklich, wirklich cool. Also es ist ein super Pass nochmal zum Ende des Jahres und das letzte kommt zum Schluss. Bin ich erst drauf gekommen. Warum kommt das Beste erst zum Schluss? Das ist eine Challenge, die mir mein Auto im Moment stellt. Und wir müssen 1 Million Mal perfekte Sachen hinlegen mit unserem Auto. Das heißt also, letztendlich heißt es, fahre viel elektrisch und verbrauche wenig Sprit. Dann nimmt man daran teil, nochmal für richtig, richtig viele Punkte. Aber es gibt natürlich auch am Ende den schön Skin hier. Ich habe ja jetzt schon ein bisschen was geclaimed. Und den haben wir ja gestern schon. Ja, weiß ich gar nicht. Habt ihr den bei mir gesehen? Ja, ne? Ich habe mich ja so ein bisschen in Microsoft Shorts, in Microsoft sage ich immer, in YouTube Shorts vergriffen. Und die nächsten Sachen zum Boosten hier gibt es natürlich auch erst extrem spät, also bei 1600 Punkten. Das schaffen wir hier nicht ganz. Würde ich sagen, 200, 300, 400, 500, 600 Punkte schaffen wir heute. Maximal, weil wir die Angriffe im Clankrieg, obwohl wir haben noch Clankrieg hier. Wir haben die Liga noch nicht angefangen, also könnte ich hier noch mal schon mal zwei reinmachen, ne? Wenn ich gewinne. Könnte ich hier noch mal zwei reinmachen. Was natürlich nicht schlecht ist, der hier geht mir gerade ein bisschen schlechter, muss ich sagen. Das ist schnell gemacht hier. Und Multiplayer, die 250 Gebäude, das kriegen wir auch hin. Mit dem Heilzauber ist im Moment gerade ein bisschen doof. Ich habe mir den jetzt mal spenden lassen, weil ja
Heilzauber, so in so normalen Armee. Aber im Moment habe ich eben gesehen, kostet 20 Mille ein X-Bogen, der kostet jetzt nur noch 18 und viel billiger wird es erstmal nicht für mich. Und da wir ja reichlich davon haben, würde ich auch sagen, machen wir damit was. In 7 Stunden ist meine erste Luftabwehr fertig. Sehr schön, oder ist das schon meine zweite? Ah ne, ist meine erste Luftabwehr fertig. Und mein erster X-Bogen ist heute Morgen fertig geworden. Also X-Bogen Level 10. Schickes Ding hier. Und so geht das hier eigentlich gut weiter am Leveln, Digi. Und ich würde sagen 269.000. Ich habe 2 Heldenbücher. Ich habe noch eine dunkle Rune. Da kriegen wir in jedem Fall was für einen King zusammen. Oder ist der jetzt schon billiger? Der ist jetzt auch schon billiger. 305.000. Ja, das ist jetzt zwar nicht so wenig, aber ich würde natürlich gerne den nächsten Bauarbeiter hier einsetzen. Also machen wir erstmal Mauern mit Elex, denn das Elex brauche ich etwas länger nicht. 7,2 für eine Mauer ist aber auch ein Wort zum Sonntag. Leute. Und so viel geht da schon gar nicht. 3 Stück, ne? Naja. Besser als nichts, ne? Und was geben wir gleich aus? 18 Mille da oben. Brauchen dann allerdings wieder ein bisschen was. Und brauchen dann wieder ein bisschen was, 18, dann kriegen wir eine vielleicht mit Gold noch gemacht. Wir müssen da am Ball bleiben. Und ich habe gerade gesehen, ich habe 8 Mauerringe, sehr schick. Aber ich habe nicht nochmal 8, oder? Ah doch, Junge, habe ich viel Mauerringe. Wo kommen die denn alle her? Okay, jetzt habe ich sie nicht mehr. Jetzt habe ich sie nicht mehr, aber wir haben ein paar Mauern gepackt. Und dann würde ich sagen, ja, ich nehme immer das nächste teurere oder am teuersten. Das wäre jetzt ein X-Bogen, da muss ich noch 2 Stück von machen. Eine Air Defense 5. Wizard Tower 4 Minenwerfer, 8 Archer Tower, 7 Kanonen und ein bisschen Kleinvieh und dann sind wir fertig. Okay. Dauert also nicht mehr so lange, Leute. Und den schicken wir auf die Reise, perfekt. Dann haben wir das auch wieder frei hier und können farmen gehen. Dann gehen wir mal in die Suche rein. Und das ging jetzt die letzten Tage recht fix. Ich weiß wirklich noch nicht, was mit dem Ding ist. Obwohl, das ist ein Gespendeter, okay. Das ist ein Gespendeter und die brauche ich aber gar nicht. Wir nehmen mal, mal gucken, vielleicht nehmen wir den Flamefinger mit. Der steht nach unten. Kann ich mich im Moment sehr, sehr schlecht entscheiden, was man so mitnimmt. Und deswegen müssen wir da mal switchen, wie wir den Heilzauber einsetzen. Ich meine, hier geht es. Ich habe meine nächste Armee, ist eine Luftarmee. Da natürlich den Heilzauber zu setzen. Aber ich meine, wir brauchen auch nur 8-mal gewinnen. Und dann ist das Event weg. Dann müssen wir den Heilzauber nicht mehr nutzen. Den können wir zum Beispiel schön mitnehmen hier. Der sieht gut aus. Und die Frage ist nur, von wo wir den nehmen. Ich würde sagen, den nehmen wir mal. Ach wo, ich habe ja die Armee. Okay. Hey, 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 okay. Ja. Alles klar. Habe ich gerade ein bisschen verpeilt, Leute. 1, 2. Ja, den Flamefinger kann ich noch gar nicht wirklich setzen. Machen wir das mal so. So. Und dann springen wir hier rein. Ah, der Sprung war zu spät. Leute, der Sprung war zu spät, oder? Ah, ein bisschen geht rein. Alles klar. Ah, da gehen sie doch rein. Okay. Da gehen sie jetzt doch rein. Alles klar. Dann könnten wir nochmal, denke ich mal, da darüber springen. Wenn wir denn so weit kommen. So weit müssen wir jetzt mal kommen, Leute. Ah, ich habe noch ein paar Magier. Und ich habe einen Royal Champion. Okay, den nehmen wir alles mal in Wut. Jetzt nehmen wir, ich nehme jetzt hier mal einen Heilzauber. Ich habe ihn ja dabei. Und dann haben wir hier ihn hier. Und ich würde sagen, da nehmen wir mal den Gift. Den ziehen wir mal eben. Und nehmen den Scattershot hier in die Pflicht. Queen nicht vergessen. Und der Scattershot geht down. Ist der Kampfturm da auch down? Hier außen müsste was laufen. Das wäre ganz schön. Weil dann kriegen wir die Ressourcen noch. Da läuft nur der Royal Champion. Okay, ich muss mehr Cleanup mitnehmen. Ich muss ein paar kleinere Truppen Cleanup mitnehmen. Sonst funktioniert das hier, glaube ich, nicht. Meine Queen ist noch da. Mein Royal Champion ist auch noch am Start. Mein Warden ist noch dabei und der Flamefinger auch noch. Okay, der Flamefinger auch noch. Ich mache den mal auf, denn da sind noch ein paar nette Truppen drin.
Und bevor die hier gar nichts machen, könnten wir doch noch die Lager kriegen, oder? Oh, da sind noch 500.000 drin, eine Minute. Na, wird das noch was? Ah, kommt ihr Yeti-Mites. Ah, alles klar. Okay, die Base ist down. Und jetzt müssen wir nur noch rumgehen hier. Queen ist noch dabei. Ja, es ist noch die, ich wollte gerade sagen, die Krüppel-Queen. Nee, es ist noch die Huibu-Queen. Also die Halloween-Queen. Aber wir machen den ganz blank hier. Perfekt. Sehr schön, 40 Sekunden sollte eigentlich reichen. Und dann haben wir hier auf jeden Fall den Heilzauber genommen. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den nehmt. Wahrscheinlich so bei Hybridangriffen oder so. Anders macht das so richtig, naja, nur so ein bisschen Sinn. Aber vielleicht hat es ja jetzt auch was gebracht, dort die Heilung mit durchzubringen. Und die Yetis inklusive Queen machen das hier. Okay, ich mache jetzt natürlich wieder ein paar Pokale. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Nur, naja, man kann sie auch wieder droppen. Wir können ja auch wieder droppen, aber wir kriegen auch den Sternebonus hier rein. Und ihr seht, jetzt habe ich hier die nächste Armee. Ich lasse mir gleich wieder einen Heilzauber spenden. Ist halt so. Aber ich glaube, jetzt habe ich hier selber einen Heilzauber dabei. Ah, nee, den lasse ich mir mal spenden. Okay, den lassen wir mal spenden. Dann sind wir hier im Pass auf jeden Fall heute schon mal fertig. Und 260 Punkte. Könnten noch einen Reward bekommen. Da oben kriegen wir schon mal die größere Season Bank. Ganz wichtig. Ich meine, brauchen wir bald auch wieder. Und wir kriegen das Stadtgold. Und wir kriegen eine Bilderpotion. Also ich kann letztendlich, Leute, alles gebrauchen. Hier, ihr seht das. Ich will mich auch mal ranhalten, dass wir heute noch in die 320 Punkte kommen. Sollte eigentlich machbar sein mit dem, was hier noch so offen ist. Aber ich habe erstmal die 1-Game-Spende und verspende jetzt gleich auch erstmal meinen Pass an den Avatar. Der ist nämlich auch pickepacke voll. Ich hoffe, ihr habt euch den Pass auch gegönnt. Wenn ihr euch den Pass gegönnt habt, wie auch immer, wo auch immer, nicht vergessen, dass ihr hier einen Creator-Code eingebt. Ob das jetzt Noobs ist oder ob das Itzu ist oder MBF ist. Tragt irgendwas ein, damit unterstützt ihr auf jeden Fall einen Content Creator und die würden sich in jedem Fall darüber freuen. Ich hoffe, die Folge hat euch ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einfach einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch viel Spaß mit dem Dezember-Pass. Bis dahin, Leute, euer Toto. Clasht!